Samstag. 3, 2, 1. Hallo, hallo, ist jemand zu Hause? Willkommen zu einem neuen Video, diesmal auf Deutsch. Ich bin hier nämlich gerade mit der wunderschönen Emma in Wien. Ja, checkt sie auf jeden Fall aus, ihr Instagram in der Infobox. Und weil wir jetzt ja auch Deutsch reden und so, dachte ich, ist es auf Deutsch vielleicht ein bisschen entspannter. Ich bin gerade aus Bangkok hier angekommen. Ich war nämlich in Thailand im Urlaub und jetzt machen wir uns hier auf jeden Fall ein paar wunderschöne, entspannte Tage. Ich freue mich sehr und es wird bestimmt richtig, richtig schön. Und wir nehmen euch mit. Jetzt mache ich mich kurz ein bisschen frisch vom Flug und dann geht's ab in die Stadt. Okay, sind wir ready? Ja. Kein Stress. Sehr gut. Let's go. Schick, schick. Outfit check. Schüchen noch gleich. Sehr, sehr cute. Woo! Boah, wie schön sind denn die Straßen, bitte? Ist ja krass. Richtig süß. Willkommen in der Wiener Wüstestand. So geil. So, wir haben uns jetzt ready gemacht und jetzt geht's eine Runde über den Prater. Aber guck mal, wie süß das gemacht ist. Oh, jetzt macht's zu. Hat er reinspaziert. Perfekt, ich habe Essen und ich habe schon eine Postkarte mitgenommen als Andenken. Das mache ich nämlich immer in jeder Stadt und dann schreibe ich drauf, was ich da so gemacht habe und so und mache dann eine Sammlung. Und ja, es ist richtig, richtig schön hier. Gute Nacht. Alles gut. Neuer Tag, neuer Look. Let's go. Voll traumhaft mit dem Wetter und so. Ja, ne? Sehr gut. Auf dem Weg zur Blütezeit. On the go. Bänche fahren. Mal guck mal, jetzt habe ich hier noch den perfekten Blick auf die Kirche da. Spicy Chaga Latte mit Heilpilz aus Wildsammlung. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Es hat aber keine krasse Wirkung auf den Körper oder so, ne? Nice. Okay. Keine Magic Mushrooms. Also, sehr gut. Ja, dann nehme ich den einmal, bitte. Mit Hafermilch gerne. Und die Acai Bowl, bitte. Tschüss. Cheers. Cheers. Voll nice. Ja, schmeckt richtig gut. Nicht, dass unsere auf dem Tisch und Tennis hier mit den Maschinen. Super, danke schön. So gut aus.
Schokolade shoppen. Also diese Stadt hat mein Herz, absolut. Wunderschön. Die Touris am Bilder machen. Wow, so schön. Ich lieb's. Wow, so pretty. Der Löffel ist für dich. Du bist ja süß. So ein perfekter Tag einfach. Wir schlendern hier durch die Stadt, waren schon erfolgreich shoppen. Und haben das letzte Wetter. Ja, richtig perfekt. Haben jetzt eben lecker gegessen, noch ein Eis. Und jetzt geht das Sightseeing weiter auf zur Hofburg. Hallöchen. Ja, wie sieht das denn aus und wie süß einfach? Hast du das gemacht? Yum, so lecker. Und Cutie Emma hat gezaubert. Kurz umgezogen. Und dann geht's wieder raus. Morgen ist der nächste Tag. Heute nicht mit so tollem Wetter aufgewacht, es regnet ein bisschen. Aber wir gehen jetzt erstmal was frühstücken und dann gucken wir uns die Schlösser an. So, so toll. Ich freue mich sehr. Ich liebe sowas. Ein Kindheitstraum, Mädchentraum. Und ja, dann wird das Wetter bestimmt besser werden. Yay, wir sind auf dem Weg zum Coldplay-Konzert. Ah, jetzt kommt das Highlight. Ich freue mich so sehr. Ich bin sehr gespannt. So cool. Guckt euch die schicke Emma an. Oh, yes, Slay. Go, girl. Ich würde mal sagen, ist eine kurze Schlange. Ich glaube, wir haben es dann. Just can't take it.
10 von 10. Oh, das war so toll. So toll. So ein Traum. Richtig cool. Once in a lifetime experience auf jeden Fall. Hat so Spaß gemacht. Leider waren wir getrennt. Aber wir haben ganz viele Videos. Aber trotzdem hat es richtig viel Spaß gemacht. Es war mega. Ein unglaublich krasses Erlebnis, nicht zu beschreiben. Ich muss auch sagen, ich hätte es nicht so erwartet. Nee, ich auch nicht. Und wir machen so eine krasse Show. Oh, der lässt uns nicht sogar. Lol. Ja, die machen so eine krasse Stimmung und so viele Special Effekte und so. Also richtig, richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt haben wir unseren letzten Tag hier in Wien, leider schon. Ging viel zu schnell rum. Geht aber zu Liquid and Brunch. Ja, ist so. Was macht man? Am besten natürlich schön brunchen gehen. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg und machen uns das noch mega schön und ganz entspannt. So, wir haben jetzt noch ein paar Souvenirs geshoppt und jetzt sitzen wir hier schön im Park, snacken und schreiben Postkarten.